Jeder von uns hat eine Bibel im Regal. Doch bis zur Erfindung des Buchdrucks war jede Bibel ein kostbares Einzelstück, das mühsam per Hand geschrieben werden musste. Hier sind die Top 5 der wichtigsten Bibelhandschriften der Welt. Nummer 5. Der Codex Sinaiticus. Um diese wichtige Bibelhandschrift ranken sich viele Mythen und Legenden. Ihre Geschichte gleicht einem Kriminalroman. Es handelt sich hierbei um einen Kodex, das heißt um ein Buch, wie wir es kennen. Viele Blätter zwischen zwei Deckeln. Im Jahr 1844 unternahm der Theologe Konstantin von Tischendorf eine Reise durch den Orient. Dabei gelangte er auch in das Katharinenkloster auf dem Sinai. Dort hat er angeblich in einem Apfeleimer viele Blätter dieses teuren und wertvollen Kodex gefunden. Später gelangte der Codex Sinaiticus unter anderem nach St. Petersburg und London. Heutzutage kann jeder diesen wichtigen Kodex im Internet lesen, mit einem hochauflösenden Scans. Ein Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wichtig zu wissen ist, dass es sich beim Codex Sinaiticus um eine griechischsprachige Handschrift handelt. Sie enthält fast das komplette Alte sowie das ganze Neue Testament, ist also eine christliche Bibel in unserem Sinne. Forscher datieren den Codex Sinaiticus auf ca. 350 nach Christus. Nummer 4. Codex Vaticanus. Auch dieser griechischsprachige Codex stammt ungefähr aus derselben Zeit, dem 4. Jahrhundert nach Christus. Für die Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments, gilt der Codex Vaticanus als die wichtigste und älteste erhaltene Handschrift. Sie wird seit 1475 in der Vatikanischen Bibliothek aufbewahrt, daher hat der Codex Vaticanus auch seinen Namen. Heutzutage kann auch dieser Codex im Internet betrachtet werden. Auch den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Nummer 3. Die große Jesaja-Rolle aus Qumran. Viele von euch haben bestimmt schon mal von Qumran gehört. Im Jahr 1947 fand ein Hirtenjunge dort in der Nähe des Toten Meeres in mehreren Höhlen Tonkrüge, in denen Schriftrollen zu finden waren. Wie sich schnell herausstellte, waren diese Schriftrollen zum großen Teil mit biblischen Texten beschrieben. Daher waren sie von unglaublicher Bedeutung für die Wissenschaft, denn wie man bald erkannte, waren die Texte ungefähr 2000 Jahre alt. Sie stammten, grob gesehen, aus der Zeit von Jesus. Darunter fand sich auch die sogenannte große Jesaja-Rolle 1Q-Jes-A. Diese Rolle ist stolze 7,34 Meter lang. Sie enthält den kompletten Text des alttestamentlichen Buches Jesaja. Somit ist die Rolle, die ungefähr auf das Jahrhundert vor Christus datiert wird, der älteste komplette Beleg für ein hebräisches Buch der Bibel. Um diesen unglaublich wertvollen Schatz würdig und sicher zu repräsentieren, wurde extra ein Museum in Jerusalem gebaut, der sogenannte Schrein des Buches. Dort wird die große Jesaja-Rolle zentral hinter dickem Panzerglas der Weltöffentlichkeit präsentiert. Nummer 2. Die Silberröllchen von Ketef Hinnom. Beim Vizesieger unserer Top 5 der wichtigsten Bibelhandschriften der Welt handelt es sich um ein wirklich spektakuläres Stück. Im Jahr 1979 wurden in der Nähe von Jerusalem zwei winzige Silberröllchen entdeckt. Sie bestanden aus dünnem Silberblech und waren aufgerollt und, wie sich herausstellte, beschriftet. Es dauerte ganze 3 Jahre, um die feinen Röllchen unbeschadet aufrollen zu können, um sie dann zu lesen. Und dann kam die spektakuläre Entdeckung. Sie enthielten Texte, die fast genauso in unserer Version der hebräischen Bibel vorkommen. Am bekanntesten ist der Text der zweiten Silberrolle. Er ähnelt fast aufs Wort dem sogenannten aaronitischen Segen aus dem Buch Numeri. Diesen Segen kennt jeder von euch, der schon mal in der Kirche war. Er heißt: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
Vom archäologischen Kontext her lassen sich die beiden Röllchen auf das 7. Jahrhundert vor Christus datieren. Das ist die Zeit vor dem Untergang Judas, als Juda noch ein Königreich war, bevor die Babylonier es erobert hatten. Das ist ein spektakuläres Alter und es ist meines Erachtens einer der frühesten Belege für biblische Texte, die wir überhaupt auf der ganzen Welt haben. Was mich an den Silberröllchen von Ketef Hinnom fasziniert, ist der aaronitische Segen, der auch heute, Jahrtausende später noch, in jedem Gottesdienst Verwendung findet. Doch kommen wir zum Sieger unseres Rankings. Die wichtigste Bibelhandschrift der Welt ist der Codex Leningradensis. Diese Handschrift ist das älteste komplett erhaltene hebräische Alte Testament, das wir haben. Erstaunlich ist aber, dass der Codex Leningradensis im Vergleich zu den anderen Handschriften, die wir bisher kennengelernt haben, ziemlich jung ist. Er stammt aus dem Jahr 1008, und zwar nach Christus, das heißt aus dem Hochmittelalter. Verglichen zum Beispiel mit dem Codex Sinaiticus oder Vaticanus aus dem 4. Jahrhundert nach Christus, den Rollen von Qumran aus der Zeit um Jesus und sogar den Silberröllchen von Ketef Hinnom aus weit vorchristlicher Zeit, ist das wirklich jung. Doch wir haben keine ältere Handschrift, die das komplette hebräische Bibel so gut bietet und so vollständig bietet wie der Codex Leningradensis. Er ist deswegen für Bibelforscher von herausragender Bedeutung. So bedeutend, dass die sogenannte Biblia Hebraica Stuttgartensia genau den Text des Codex Leningradensis bietet. Wem das immer noch nicht genau ist, der kann auch den Codex Leningradensis im Internet in Scans selber lesen. Übrigens, der Codex Leningradensis hat seinen Namen daher, dass er in der russischen Nationalbibliothek zu St. Petersburg lagert. Diese Stadt hieß bekanntlich früher Leningrad. Es gibt eine Diskussion darüber, ob es angemessen ist, dass so eine enorm wichtige hebräische Handschrift nach Lenin, dem Kommunisten, benannt ist. Doch andere Alternativnamen wie Codex Petropolitanus für St. Petersburg konnten sich auch nicht durchsetzen. Das waren die 5 wichtigsten Bibelhandschriften der Welt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, drückt doch auf Gefällt mir und abonniert meinen Kanal. Was sind eure Top-Handschriften der Bibel? Schreibt euren Favoriten doch in die Kommentarfunktion. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal hier bei Bibelorient TV.